Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst uns den Kampf gewinnen, hier gibt es keinen drinnen. Zweifler und Mäuser haben schon verloren. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst eure Blades los, zeigt eure Kräfte ganz hoch hinauf, denn wir geben niemals auf. Hier kommen Metal Masters. Spin the Beyblade, let it rip. Metal Masters, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Wahnsinnstrip, das ist hip, let it rip. Das letzte Mal bei Beyblade. Masamune ist in Russland auf dem Lande verschollen. Er stößt auf ein Gebäude und glaubt sich gerettet. Es ist ein Luftwaffenstützpunkt. Und die Piloten, die sein Gesicht aus dem Fernsehen kennen, wollen ihm helfen. Zu seiner großen Überraschung wird er in ein Kampfflugzeug verfrachtet. Währenddessen findet sich Jinga bei seinem Kampf gegen Nova Guma in einem Käfig wieder. Die Käfigarena wurde von Anton konstruiert, um Jinga an seinem Special Move, dem Star Booster Attack, zu hindern. Sein Pegasus kann das unter Strom gesetzte Dach des Käfigs nicht durchbrechen und muss furchtbare Schläge durch die Tatzen von Rock Orso einstecken. Es sieht so aus, als würde Jinga die Partie verlieren. Aber Jinga nutzt geschickt Rock Orsos Angriffskraft, um Pegasus mit einem gewaltigen Prankenhieb durch die Käfigdecke schlagen zu lassen. In seinem gefürchteten Sturzflug kann er Rock Orso in die Käfigwand schmettern und Jinga gewinnt. Nova Guma ist am Boden zerstört, aber seine Teamkameraden schwören, im nächsten Kampf mit Gang Gang Galaxy gleichzuziehen. Während Jinga und seine Freunde feiern, gleitet Masamune an einem Fallschirm auf die russische Winterlandschaft herunter. Und damit kommen wir zur zweiten Partie der zweiten Runde in unserer Gruppe A. Das Team Gang Gang Galaxy hat mit 1:0 die Führung übernommen. Findet unser Team eine Antwort darauf? Kann Lavushka das Steuer noch einmal herumreißen? Wir sind gespannt und hoffen das Beste. Oh, wir haben eine Einmeldung von der WBBA. Masamune hat sich mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Na, Wahnsinn. Oh, es ist so kalt. Er sagt, er hat einen Zug gefunden, der zum Stadion fährt. Er wird also bald hier sein. Was soll's? Wie bald ist bald? Gute Frage. Wie bald? Keine Ahnung. Komm wieder runter, Nova Guma. Das bringt doch nichts. Das bedeutet noch lange nicht unser Ende. Das ist korrekt. Hä? Deine Niederlage war keineswegs ein Schock für mich. Immerhin ist Jinga der Sieger von Battle Blader. Ich habe damit gerechnet, dass Nova Guma gegen Jinga verlieren würde. Du warst nur ein Bauernopfer. Hä? Ich war nur ein Opfer? Ja, genau. Doch jetzt drehen wir den Spieß um und werden zwei Partien hintereinander gewinnen. Also, jetzt müssen wir nur noch wissen, wer von ihnen als nächster kämpft. Hey Leute, seid ihr schon auf der Toilette gewesen und habt ihr euch auch die Hände gewaschen? Gut, denn die zweite Partie wird jeden Augenblick beginnen. Tja, wir müssen mal so langsam rauskommen. Das stimmt, wir können nicht länger auf Masamune warten. Kein Thema, ich bin ja bereit zu kämpfen. Ist doch kein Problem, oder? Aber wenn Tsubasa gewinnt, wären das zwei Siege und wir wären eine Runde weiter. Also lassen wir lieber Tsubasa kämpfen. Aber das bedeutet, ich komme nicht dran. Ich komme nie dran. Selbst wenn Tsubasa verliert, könnte Masamune bis dahin locker zurück sein. Oh, und er würde dann im dritten Kampf antreten, oder? Ich bin echt angeschmiert. Ich bin Teil des Teams und will bei der Weltmeisterschaft mitkämpfen. Hey, hey, so weit kommt es noch. Das ist unfair. Das also, ist unfair. Was wollen wir machen? Eine schwere Entscheidung. Ich will gewinnen. Ich will gewinnen. Das geht in Ordnung. Was? Wenn Yu bei der Weltmeisterschaft mitmacht, wird das für das ganze Team gut sein. Ja, Baby! Ich kann's kaum erwarten, da rauszugehen und sie nach Sibirien zu katapultieren. Vielen Dank, Tsubasa. Ich werde dich nicht enttäuschen, das verspreche ich. Der zweite Blader, den sie aufstellen, dürfte also Yu sein. Okay, wen schicken wir gegen ihn in die Arena? Mich, ich sollte gehen. Hä? Aber Alexei! Ich habe selbst die Arena für Yu vorbereitet, deswegen bin ich dran. Ich bin keineswegs stolz darauf, was ich getan habe. Aber nur so können wir unseren Traum noch retten. Du bringst die Lage auf den Punkt. Ich verlasse mich ganz auf Ihre Kontrolle. Natürlich. Es wird mir ein großes Vergnügen sein. Oh,
Komm schon, na los! Und was soll das werden? Wieso halten wir? Ich kann es nicht fassen. Was ist denn los? Sieh doch nur! Die Gleise sind durch eine Lawine blockiert. Schnee ist unberechenbar. So was Idiotisches! Jetzt soll ich wegen einer blöden Lawine doch noch zu spät kommen! Let it rip! Yeah. Okay, Jungs, dann bringt die Kiste mal wieder in Schwung. Ach ja, richtig. Ich komme, Leute. Verlasst euch drauf. Boom! Es kann mit der zweiten Partie losgehen. Unser Team Lavushka schickt seinen Anführer. Alexei! Darf ich vorstellen? Alexei ist Astronaut und ein cleveres Raumfahrtkerlchen. Er ist ein echtes Genie. Mal sehen, ob er auch eine Gleichung für den Sieg hat. Oh, dieser Typ ist ein Genie? Na, wir haben doch auch einen cleveren Blader. Hä? Wen denn? Alles klar, kommen wir jetzt zum Vertreter des japanischen Teams. Da ist er. Er hört auf den Namen Yu. Ja, so heiß ich. Yu ist Gangan Galaxys vierter Blader und wir wissen, was das bedeutet. Es bedeutet, er ist ihr Ersatzmann. Nachdem sie den ersten Kampf gewonnen haben, wollen sie sich jetzt über uns lustig machen. Und wieso buhen die mich aus? Sie machen aus ihm einen Buhmann. Yu! Verstehst du jetzt, wie schwer es ist, auf Weltmeisterniveau zu spielen? Nein, bisher ist ja noch nichts passiert. Also haltet euch bereit für die zweite Partie. Okay, Kinderchen, jetzt passt mal auf. Kein Problem, das ist Standard. Für mich sieht das auch normal aus. Oh, ich hatte auf etwas Abgefahrenes wie bei Jingis Kampf gehofft. Das hier ist lahm. Tatsächlich? Freut mich, dass du das so siehst. Vielen Dank, mein Freund. Hä? Wofür? Weil ich nicht glaube, dass du enttäuscht sein wirst. Hä? Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Bei Yu haben wir den Bay Flame Libra. Und der Bay unseres Teamführers Alexei ist der Space Edition Wolf. Space Edition was? Zvezda Volka. Schwester Wolga? Es bedeutet einfach Sternwolf. Also, Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1, let it rip! Leute, ich komme jetzt. Aber wo geht's lang? Hey, du bist ja richtig gut. Wolf beherrscht als Gleichgewichtstyp Angriff und Verteidigung. Und was soll Space Edition bedeuten? Alexei hat gesagt, er nutzt Beybladen bei der Weltraumforschung, aber ich habe keine Ahnung wie. Ich habe die Angriffsenergie schon genau vorausberechnet. Meine Berechnung geht hundertprozentig auf. Hä? Was soll's? Libras Angriffskraft. Hokus Pokus! Libra! Sonic Wave! Funktioniert nicht. Go! Hä? Hä? Was ist los, Yu? Kann doch passieren, entspannt euch! Noch einmal! Libra Sonic Wave! Oh, was? Und jetzt, go, Wolf! Oh nein, nicht! Libra! Wolfs Angriff hat Libra ungeschützt getroffen! Ist Yu nervös, weil es sein erster Weltmeisterschaftskampf ist? Nicht ablenken lassen, Yu! Atme tief durch und entspann dich! Ich muss nicht durchatmen! Hört schon auf, mich zu nerven! Ich verstehe das nicht. Was führt der Kerl im Schilde? Da bin ich wieder, alles klar? Ach, umarmt mich nicht alle gleichzeitig. Warte. Hier bin ich falsch! Yu ist wie gelähmt! Es hat sich ein einseitiger Kampf entwickelt! Wird er gegen Wolf verlieren, ohne sich überhaupt zur Wehr zu setzen? Schluss jetzt mit den Faxen! Libra, zeig ihm, was du drauf hast! Alles klar, Special Move! Libra! Inferno Blast!
zuerst. Yu's Special Move ist total verpufft. Was läuft hier ab? Das hier läuft ab. Jetzt bin ich dran. Hier ist mein Special Move. Sputnik! Unglaublich! Hey, was läuft denn hier? Er fliegt! Siesta Wolka steigt tatsächlich in die Luft auf! Er sieht aus wie ein Wolf mit Flügeln! Eigentlich fliegt sein Bay überhaupt nicht. Er schwebt einfach nur in der Luft. Aber wie macht er das nur? Das ist die Kraft des Space Edition Wolfs! Jetzt reicht's! Ich weiß, was hier abgeht! Hä? Du weißt es schon? Du verfügst über mentale Kräfte. Hä? Du bringst dein Bay mit Gedanken zum Schweben, stimmt's? Das ist es nicht. Es ist Wissenschaft. Was für eine Wissenschaft? Libres Special Move ist unglaublich stark. Ja, das stimmt. Laut einer Datenauswertung hast du damit auch die meisten deiner Gegner geschlagen. Das lag daran, dass ich so stark bin. Aus meiner Datenanalyse geht aber auch hervor, dass du dich zu sehr auf deinen Special Move verlässt. Als er einmal nicht funktioniert hat, hat das zu deiner sofortigen Niederlage geführt. Was meinst du damit? Ich meine, ohne diesen Special Move ist Libra ein ganz normaler Ausdauertyp. Und damit ist er keine Bedrohung für meinen Zvezda Wolka. Wenn du dich dabei Libra mal nicht verrechnet hast. Jetzt, Wolf, Seitenbewegung. Wenn ein Ausdauertyp wie deiner waghalsig wird, verschwendet er nur wertvolle Energie. Ja, ja! Nicht nachlassen! Libra! Jetzt war ich doch nicht immer aus! Du verschwendest nur deine Zeit damit. Hallo, meine Freunde! Ich hoffe... Oh, langsam wird's langweilig. Moment mal, das ist doch eine Arena, oder nicht? Aber wo seid ihr denn alle? Die Gengen Galaxy-Kinder haben keine Ahnung, was da oben wirklich abgeht. Was machen sie da? Masamune Kedoya, was hast du hier zu suchen? Ja, ich hab mich verirrt, wissen Sie? Du wolltest das Geheimnis hinter dieser Arena entdecken, darum geht es doch! Hä? Was labern Sie denn da? Los jetzt, Libra! Wolf weicht Libras Angriffen schon wieder aus. Libras Angriffe treffen auf nichts anderes als Luft. Libra, Inferno Blast! Wow, das ist doch nicht möglich. Was geht da eigentlich vor sich? Es gibt eventuell eine Möglichkeit, Libras Schockwellen unwirksam zu machen, indem man Störwellen aussendet. Störwellen, sagst du? Ja, aber ich sehe bei Wolf keine Anzeichen für solche Störwellen. Woher können sie kommen? Das ist langweilig! Lauf nicht einfach nur weg! Kämpfe! Hä? Wäre das möglich? Ich hatte recht! Und womit? Es gibt hier Störwellen. Oh. Hey, Alexei! Was hat es mit dieser Arena auf sich? Was? Moment, was meinst du? Spiel hier nicht den Unschuldigen! Innerhalb der Arena gibt es eine große Wellenenergie und das weißt du! Ist das wahr? Aha! Du bist ein Betrüger! Ein Betrüger! Aha! Alexei ist ein wahres Genie. Er hat beim Bau des Stadions Technologien verwendet, die ursprünglich für die Erschließung des Weltraums gedacht waren. Erschließung des Weltraums? Draußen befinden sich Parabolantennen. Sind sie dir nicht aufgefallen? Oh! Sie meinen diese riesigen Salatschüsseln da draußen? Aber was haben die damit zu tun? Wir verwenden diese Schüsseln, um Wellenenergie freizusetzen. Wellenenergie? Was soll das sein? Die Wellenenergie, die freigesetzt wird, unterbricht Libras Special Move. Und Wolf ist in der Lage, bei diesen Wellen die Abstoßkräfte zu nutzen. Und das versetzt ihn in die Lage, wie ein Stern in der Luft zu schweben. Schweinerei! Damit verschaffen Sie sich einen Vorteil und wir haben das Nachsehen. Das ist korrekt. Pustekuchen! Damit lasse ich Sie nicht durchkommen. Gehen Sie vom Pult weg. Du wirst meine Pläne nicht durchkreuzen. Hör auf damit! Sofort, Alexei! Ich kann dir nichts vormachen, Madoka. Es ist genauso, wie du vermutet hast. Dann bring es in Ordnung. Ich muss das Richtige tun. Selbst wenn es hier Störwellen geben sollte. Na und, was macht das für einen Unterschied? Lera!
Das hier ist einfach nur ein Stadion, das Wellenenergie abgibt. Die Bedingungen sind für Alexei dieselben. Die Bedingungen sind nicht dieselben, Lera. Weiß ich. Ich regel das. Sei einfach still, Alexei. Was? Nichts von dem, was wir tun, verstößt gegen die Regeln. Werd endlich erwachsen. Was? Das sagst du, Lady? Hey, du Zwerg, verlier endlich. Alle hier warten schon auf meinen Kampf, bei dem ich so richtig aufräumen werde. Yeah! Yeah! Aufhören, aufhören, aufhören! Das ist Unsinn. Oh, dieser Kampf macht gar keinen Spaß. Ich werde echt sauer. Komm mal runter, Yu. Und wenn sie noch so viel Spielzeug in dieser Arena stecken, dann musst du dir eben einen Weg da herauskämpfen. Und bitte wie? Wie soll ich das denn wissen, Yu? Lass dir endlich was einfallen! Jingi, jetzt nervst du aber wirklich! Mag schon sein, aber du schaffst das! Hm? Du bist schließlich ein Bei-Genie. Was? Das hab ich schon von Anfang an gewusst. Es gibt nun einmal Genies. Und du zählst auch dazu, das ist die Wahrheit. Den Special Move eines Genies zu unterlaufen, kostet den Gegner unglaubliche Anstrengung und harte Arbeit. Ich soll ein Bei-Genie sein? Ja, aber das ist nicht genug. Du musst auch Einsatz zeigen. Jingi! Jingi! Hast du mich verstanden? Was für Einsatz! Echt kaum zu glauben. Es ist nicht leicht, einem Genie etwas zu erklären. Aber ich hab's kapiert. Ein wissenschaftliches Genie kann sich nicht mit einem Bei-Genie messen, stimmt's? Tut mir ja leid, aber deine Chancen zu gewinnen gehen hier gegen null. Die wissenschaftlichen Daten lassen daran keinen Zweifel. Und was ist mit dem Bei-Kampfgeist? Was sagst du? Bei-Kampfgeist, was ist das? Kannst du wissenschaftlich den Bei-Kampfgeist messen? Oder die Gefühle, die du deinem Bei entgegenbringst? Sowas wie eine Seele gibt's nicht in einem Bei. Das ist unwissenschaftlich. Schnapp dir ein Notebook, denn heute lernst du etwas über den Bei-Spirit. Libra! Los jetzt! Libra will gerade in den Himmel aufsteigen! Steig so hoch du willst, das ist zwecklos! Libra, gleich noch einmal! Mir kommt gerade eine witzige Idee! Was hat er nur vor? Weiter so, Libra! Die Wellen werden unregelmäßig. Oh, jetzt verstehe ich. Was? Er unterbricht die Störwellen, indem er die Arena-Oberfläche bearbeitet. Alexei! Du schaffst das, Alexei! Was ist mit Wolf los? Wenn er so weitermacht, verliert er noch durch eine Arena aus. Wolf, komm runter. Notlandung, sofort. Wenn er nicht mehr fliegt, ist er nur noch ein Gleichgewichtstyp. Libra! Bleib dran! Ja! Special Move, Bolzheuer mit Vegeta! Lightning Sword Flash! Das hast du gut gemacht, Jenny! Ich hab's geschafft, Leute! Der Sieger ist Yu! Nachdem sie alles gegeben haben, wurde Lavushka nun geschlagen! Alexei! Danke, dass ihr gewartet habt, Leute! Ich hab was mitzuteilen, hört mir mal alle zu! Das russische Team hat irgendwelche schmutzigen Tricks angewendet, aber ich hab sie voll dabei erwischt! Ich ganz alleine habe ihnen das Handwerk gelegt. Und jetzt werde ich der Nummer 1 Blader Masamune sie in der Arena besiegen. Also, wie gefällt euch das, Leute? Hey, ist bereits erledigt. Jinga und Yu haben hintereinander gesiegt. Was? Du kommst zu spät, Masamune! Hey, und wieso hast du überhaupt gekämpft? Hey, Jingi! Hältst du mich immer noch für einen Genie? Ja, und ich bin froh, dass du bei uns im Team bist. Und damit haben wir uns für die dritte Runde qualifiziert. Ja, Baby! Jinga? Es ist alles meine Schuld. Wir haben verloren, weil ich einen Fehler in meinen Berechnungen hatte. Weißt du, und ich, Novaguma will damit sagen, dass wir nichts falsch gemacht haben. Denn wir haben nur mit aller Macht versucht zu gewinnen. Aber jetzt sind auch unsere Träume ausgeträumt. Okay, dann hört mal zu, Leute. Ich habe hier eine Nachricht. Sie ist vom Raumfahrtzentrum.
Sie lautet, jetzt da ihr verloren habt, beeilt euch und kommt zurück. Wir haben einen Sponsor für das Space Edition Wolf-System. Alexei! Hey, hey, hey! Ja! Alexei, das ist toll! Ja, weiter so! Wir sind doch noch Astronauten. Wir waren so auf unsere Träume fixiert, dass wir unfair zu euch geworden sind. Es tut uns wirklich sehr leid. Ist ja kein Problem. Ihr wurdet dazu von diesem Anton gezwungen, nicht wahr? Mhm. Damit wurde es erst interessant. Wirklich sehr nett von euch, dass ihr das so seht. Und Anton ist endlich für sein fieses Benehmen gefeuert worden. Novaguma wollte euch viel Glück wünschen. Oh, okay. Vielen Dank. Was für ein Kerl! Wir möchten euch allen auch Glück wünschen. Wie nett. Vielen Dank. Also dann. Macht's gut. Hey, wartet auf mich! Beeil dich, Masamune! Sonst lassen wir dich hier zurück. Du willst doch nicht schon wieder verloren gehen. Nein!